Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir in einen wirklich sehr kleinen Adventskalender rein und zwar ist der hier von Kiehl's. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 139 Euro, ich spick nochmal, ja, hat er gekostet. Letztes Jahr war das eine relativ knappe Kiste. Mal gucken, wie das dieses Jahr aussieht, preis-leistungstechnisch. Kiehl's ist eine sehr schöne Marke und deswegen erhoffe ich mir hier so einiges von. Und ihr seht auch jetzt gerade nicht nur mein Unboxing, sondern für eine zweite Meinung könnt ihr gerne bei der wundervollen Nicole vom Kanal Chiquitas Place vorbeischauen. Wir haben uns den beide geholt und ich bin mal gespannt. Also hier haben wir ja vor allem dann Skincare drin, ne? Muss man hier erstmal aufmachen. Oh, damit macht man die Verpackung halt voll kaputt. Wiederverwendbar ist der dementsprechend leider nicht. Ach so. Oh, guck mal. Ha. Ja. Dann lege ich mir mal die Boxen vor mich hin und suche euch nach und nach die einzelnen Zahlen raus, wa? Süß, wir starten mit der Nummer 1. Hier drin enthalten ist ein Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask Produkt mit 14 Millilitern. Das ist eine relativ gute Größe, da hat man auch ein paar Mal mehr was von. Ich verwende gerne solche Masken halt morgens, während ich mir die Zähne putze und finde das echt cool. Erwin braucht seine Erhöhung wieder. Dann habe ich hier einmal den 2. Dezember. Da haben wir eine Handcreme drin enthalten. Ja, gehört in den Pflege-Adventskalender mit rein. Ne? 30 Milliliter von der Ultimate Strength Hand Soap ist hier am Start. Und wie gesagt, Kiehl's ist eine sehr, sehr angenehme, hautfreundliche Marke, die ich sehr gut vertrage. Vor allem die Augencreme, die Avocado, die hat es mir echt angetan. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier die Nummer 3. Und hier haben wir auch eine Tube drin enthalten. Ciao! Und zwar den Ultra Facial Cleanser, auch mit 30 Millilitern. Ja, eine Gesichtsreinigung ist ja auch so ungefähr der erste Schritt von der Gesichtspflege. Dementsprechend hoffe ich hier auch sowieso eine komplette Gesichtspflegeroutine drin zu finden. Hier haben wir die Nummer 4 und hier haben wir auch, ja, das hatten wir letztes Jahr auch drin, ne? Mit 30 Millilitern. Diese Creme de Corps, das ist ja ein Witz eigentlich. Da hast du halt keinen riesigen Wert mit dahinter. Das hat schon fast hier so Balea-Auswüchse oder Isana-Auswüchse, die haben ja auch nur so kleine Produkte reingepackt. Ne? Und das ist ein Adventskalender für 139 Euro. Da erwarte ich tatsächlich mindestens 50 Milliliter von der Körpercreme. Die Nummer 5, der Tag vor Nikolaus, beschert uns ein wirklich sehr kleines Produkt. Ich habe viele kleine Boxen vor mir liegen. Da haben wir drin enthalten das Clearly Corrective Dark Spot Solution Produkt mit 4 Millilitern. Das ist ein Serum, was dann gegen dunkle Verfärbung wirkt. Wird wahrscheinlich dann mit Niacinamiden oder so sein. Hier haben wir auch eine Pipette mit drin enthalten. Was ich hier zum Beispiel nicht akzeptieren würde, sind so Sachet-Geschichten. Oh, das würde mich wahnsinnig machen. Das geht gerade noch so klar. Ne? Das kannst du ja auch verschließen und dann auf mehrere Anwendungen aufteilen. Das ist okay. So, hier habe ich jetzt den 6. Dezember, was für uns ja Nikolaus ist. Das darf gerne einfach was Besonderes sein hier drin. Und hier haben wir etwas drin enthalten zum Duschen. Okay, es sind 65 Milliliter. Und es ist das Bath & Shower Liquid Body Cleanser Produkt mit Grapefruit. Ja, eine schöne Reisegröße, ne? Und das finde ich halt auch okay, dass wir hier was zum Duschen drin haben, dass wir was zum Eincremen haben. Gut, jetzt darf Skincare knallen. Dann schauen wir mal, was die Nummer 7 uns bieten möchte. Ein wirklich sehr kleinen Tiegel, also es ist ähnlich wie letztes Jahr, ne? Super Multi-Corrective Cream haben wir hier mit dabei und da haben wir 7 Milliliter drin enthalten. Genau, das ist eine, ja, korrigierende Gesichtscreme. Hier stehen halt nicht irgendwelche Inhaltsstoffe drauf oder so, das muss man sich dann halt online durchlesen oder halt hier das Ding abknibbeln und dann durchblättern, dass man dann einfach guckt, wofür was so ist. Das soll auf jeden Fall liften und ebnen und so und Strahlkraft geben. Bin ich gespannt. Die Nummer 8 ist winzig, aber sie soll bitte machen, dass es kracht. Ich habe es echt befürchtet, ne? Aber gut, es ist ein Eyezone-Treatment. Das Super Multi-Corrective Eyezone-Treatment. Ja, da sind 3 Milliliter drin, ne? Das ist sehr, sehr klein. Sehr, 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 sehr klein. Und Kiehl's ist jetzt auch nicht so sack-sack teuer wie jetzt ein Clé de Peau oder Dr. Barbara Sturm oder so, wo ich sagen würde, da hast du ja aber trotzdem Wert. Naja, mit 3 Millilitern kommst du ein bisschen weit, aber nicht allzu weit. Schauen wir mal weiter, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen. Oh Leute, so ein paar Sachen sind hier wirklich ein bisschen unschön angekommen und laufen, glaube ich, ein bisschen aus. Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash. Das ist auch zum Gesichtsreinigen mit 75 Millilitern. Das hatte ich, glaube ich, auch mal da.
Und das hat mir auch gefallen, ne? Calendula ist ja die Ringelblume. Ringelblume ist immer sehr, sehr entzündungshemmend und so. Echt gut geeignet, wenn man vielleicht so unreine Haut hat. Hier habe ich gerade einen Mr. Fried am Start. Also, ne? Habe gerade meinen Eisprung. Läuft bei mir. Und ja, kann ich gut gebrauchen. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Aber diese kleinen Geschichten hier drin sind jetzt schon wieder so, dass ich mir denke, oh Leute, warum? Kiehl's, ihr könntet so einen raushauen. Ihr seid echt eine große Firma. Midnight Recovery Concentrate mit 4 Millilitern ist hier drin. Ja, hatte ich, glaube ich, auch schon aufgebraucht. Das ist übrigens hier auch aus Glas, was ich sehr freundlich finde. Ne? Auch, dass du eine Pipette hier mit drin hast und so. Aber es ist schon wirklich klein. Naja, mal gucken. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Hier haben wir ein Augenserum, und zwar das Powerful Strength Line Reducing and Dark Circle Diminishing Vitamin C Eye Serum mit Tripeptiden und Hyaluronsäure. Auch hier wirklich nur 3 Milliliter. Also ich verstehe es nicht. Warum macht Kiehl's so kleine Sachen da rein? Ne? Macht den Kunden doch eine Freude. Dieser Adventskalender ist doch eigentlich dafür da, um Neukunden zu gewinnen, den Leuten das Sortiment beizubringen, in Anführungsstrichen, ne? Dass man das halt irgendwie so vorstellt. Wenn es mal ist, dass man so eine 3 Milliliter Geschichte von einem Augenprodukt hat oder eine 4 Milliliter Geschichte von einem Serum. Okay, aber das ist jetzt ja bislang nur, ne? Mal gucken, ob die Nummer 12, die Halbzeit, uns jetzt ein bisschen glücklicher macht. Mich auf jeden Fall, ja. Es ist nämlich die Augencreme. Und zwar ist das das Creamy Eye Treatment mit Avocado, 14 Millilitern. Das ist schon geil, ne? Also das macht wirklich eine sehr beruhigte Augenpartie und es ist einfach fantastisch. Ich finde es großartig. Ich habe jetzt mittlerweile eins gefunden, was ich noch besser finde. Sonst hat das ja wirklich, das hat Clinique vom Thron gestoßen und so. Und jetzt mittlerweile bin ich bei dem Regenerant von Dalton angekommen und finde es noch besser als das hier tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob der Adventskalender schon online ist. Dann könnt ihr da ein bisschen was drauf sparen. Ansonsten habe ich das jetzt rausgeschnitten. Ich weiß nicht, ob der Adventskalender schon online ist. Ansonsten kommt der Sonntag. Und ist im i verlinkt, falls ihr schon online ist. Ne? Wir gucken mal. Auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr gut. Vor allem, dass es 14 Milliliter sind. Ist mega geil. Eine sehr, sehr nährende Augencreme. Halbzeit. Durchwachsen. Wir haben teilweise Mini-Viecher, teilweise halt wirklich, wirklich tolle, große Sachen mit dabei. Mal gucken, wie sich das hier so weiterentwickelt, Leute. Ne? Es ist auch tatsächlich vom Inhalt her sehr vergleichbar zum letzten Jahr. Und ich glaube, letztes Jahr war der noch ein bisschen günstiger. Die haben den Preis angehoben. Wir gucken mal in die Nummer 13. Hier haben wir eine Gesichtscreme mit 7 Milliliter drin. Das ist auch Calendula Serum Infused und zwar die Water Cream. Auch super geeignet, wenn man halt, wie gesagt, eine unreine Haut hat, eine Mischhaut, ne? Weil das halt auch eine leichtere Textur ist. Der 14. Dezember ist wieder so ein kleines Mini-Winnie-Würstchen-Ketten-Ding. Ich sag's euch, Leute. Avocado Nourishing Hydration Mask. Ja, 5 Gramm, das hast du einmal was von, ne? Immer besser, sowas in dieser Darreichungsform zu haben, als wenn du es jetzt irgendwie in einem Sachet hättest. Ich find's schön. Ich habe die auch letztes Jahr oder dieses Jahr war das dann ja quasi verwendet und mochte die auch sehr, sehr gerne. Hat auch gut genährt. Der 15. Dezember. Achso, hier steht auch immer wieder was drauf. You have to seize this. Mhm. Nip Discomfort in the Butt. Aha, irgendwie alles verrückt. Okay, also das ist auch mit Vitamin C tatsächlich. Powerful Strength Line Reducing Concentrate mit 12,5% Vitamin C und Hyaluronsäure. Yay, wir haben 15 Milliliter hier mal drin. Das ist mal etwas größer. Also die halbe Größe quasi von einem normalen Serum. Und meine Haut liebt Vitamin C. Vor allem morgens ist es echt immer sehr, sehr schön. Und deswegen freue ich mich über dieses Produkt, ne? Ja, ein Serum in einer wirklich vernünftigen Größe. Der 16. Dezember ist zwar klein, aber er fühlt sich etwas mehr befüllt an. Also vielleicht geben die jetzt in der zweiten Hälfte noch etwas mehr Gas. Das ist ein Lippenbalsam und der ist eigentlich ganz gut. Der Kiehl's Lip Balm Nummer 1. Ich glaube, das ist die einzige Full-Size in diesem Adventskalender mit 15 Millilitern. Also das ist echt abgefahren, ne? Dass man hier so einen großen Lippenbalsam drin hat und die anderen Sachen sind irgendwie so mini, klein, keine Ahnung. Naja, finde ich aber schön. Lippenbalsam kann man immer gut gebrauchen. Eine Woche vor Heiligabend habe ich jetzt hier den 17. Dezember in meinen Händen. Und hier geht es um Hydratisierung der Haut von Normal to Oily Skin Types. Okay, Ultra Facial Oil Free Gel Cream mit 7 Milliliter. Also warum machen die nur so kleine Dinger rein? Ich meine, ja, dann hast du halt vielleicht die Möglichkeit, das ein bisschen auch aufzubrauchen. Aber ich glaube, man erwartet oder erhofft sich ein bisschen mehr davon. Deswegen mache ich diese Unboxings. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Solltest auch du Teil der Crew werden wollen, abonniere super gerne meinen Kanal. Supporte mich dabei auf meinem Weg durch die, durch den Beauty-Dschungel quasi. Hier habe ich jetzt herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, den 18. Dezember. Leute, das ist groß. Sehr groß. Ah, das kann man auch gut gebrauchen. Den habe ich schon mal verwendet. Den Calendula Herbal Extract Toner alkoholfrei. 75 Milliliter sind hier drin. Ja, ein Gesichtston. Toner, der sehr mild sein soll. Ich meine, dass der mir ein bisschen zu aggressiv war.
Auch wenn er beruhigen sollte, dass er mir nicht gefallen hat. Ich meine, dass es so war. Ich habe ihn nicht ganz so positiv in Erinnerung. Auch die Nummer 19 macht einen sehr großen positiven Eindruck auf mich. Ja, hier haben wir halt die Creme. Ne? Das ist die Ultra Facial Overnight. Nein, doch nicht. Das ist eine Overnight Rehydrating Mask. Okay, mit 10,5% Squalan ist es hier drin. 28 ml kannst du aber auch super als Nachtcreme verwenden. Squalan ist das natürliche Kollagen, also das pflanzliche Kollagen, ne, ist halt sehr fettig quasi, also so, ne, nährend halt. Also das ist halt Squalan, Kollagen und all diese öligen Geschichten sind halt dafür da, um wie eine Schutzschicht auf dem Gesicht zu sein, auf der Haut zu sein und dafür zu sorgen, dass quasi die Feuchtigkeit aus der Haut nicht verdunstet. Also, ne, das bewahrt die Feuchtigkeit in der Haut. Der 20. Dezember. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Enthält wieder was Kleineres und zwar ein Serum. Aber jetzt werden die Größen größer. 10 ml Retinol Skin Renewing Daily Microdose Serum. Das ist einmal dieses hier. Retinol ist auch etwas, was ich super gerne in der Winterzeit so verwende. Also im Spätherbst, Winter und Frühfrühling, ne? Also quasi von Oktober bis Ostern. Ne? Und das ist halt der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin. Hier haben wir außerdem auch noch Peptide und Ceramide mit drin enthalten, die dann ja auch die Haut reparieren, ne? Weil Retinol ist ein leichtes Peeling. Ich habe hier mal ein Video gemacht zu Wirkstoffen, da kannst du gerne mal reinschauen, wenn dich das ein bisschen intensiver interessiert. Finde ich aber richtig cool. Es ist jetzt das 4. Serum. Die Nummer 21, ja, so ein paar Sachen, ne, werden hier wahrscheinlich auch als mehrfach in der Kategorie drin sein. Das ist die Midnight Recovery Omega Rich Cloud Cream. Die habe ich schon mal verwendet. Hier sind 14 ml drin und die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also die fand ich auch sehr angenehm, sehr pflegend und meine Haut hat es gut getan. Ja, die war reichhaltig, aber nicht zu reichhaltig. Halt fluffig wie eine Wolke. Die zweite und letzte Schnapszahl habe ich jetzt hier, den 22. Dezember. Soft But Mighty steht hier drauf. Das ist die Super Multi Corrective Soft Cream mit 7 ml. Okay, jetzt hauen sie aber auch mit den Cremes um sich, als gäbe es keinen Morgen mehr. Holla die Waldfee. Ja, genau. So schaut die einmal aus. Und das ist, ja, eine Soft Cream. Ja, fürs Gesicht. Die fünfte. Ja, einen Tag vor Heiligabend habe ich jetzt hier den 23. Dezember. Und auch die 23 und die 24 sind Gott sei Dank ein bisschen größer. Hier habe ich einen zweiten Toner drin. Und zwar ist es ein Klassiker, der Ultra Facial Toner mit 40 ml. Der ist für alle Hauttypen geeignet und ja, ein Toner ist einfach dafür da, um die Haut so ein bisschen darauf vorzubereiten, dass Wirkstoffe kommen, dass Pflege kommt, damit alles auch besser in die Haut einziehen kann. Ich sehe eigentlich falsch rum an. Turmbau zu Babel da hinter mir, ne? Hier habe ich jetzt die Nummer 24. Ich würde meinen süßen kleinen Hintern darauf verwetten, dass wir die ganz klassische Ultra Facial Cream hier drin haben, wo ich eben schon dachte, dass wir hier drin, dass wir sie hier drin hätten. Aber ich glaube, die haben wir jetzt hier in der 24. Das ist halt so deren Topseller, sage ich mal, ja. Und das ist sie auch mit 28 ml. Und da sind auch wieder die Squalane drin enthalten und Hydrating Formula und so. Ja, definitiv eine gute Creme, die wirklich jeder auch einfach gut verwenden kann und gut gebrauchen kann. Das ist für mich auch so eine Schweiz-Creme, so nenne ich das ganz gerne, weil du die auch mit allen anderen Wirkstoffen gut kombinieren kannst. Das hat funktioniert. Ich bin ein bisschen stolz. Ihr Lieben, das ist jetzt einmal der komplette Inhalt vom Adventskalender. Man würde sich nicht vorstellen, dass hier hinter mir quasi Produkte stehen, für die ich 139 Euro bezahlt habe, oder? Das ist halt immer so ein Ding für sich. Ja, manchmal verkauft Kiehl's ja auch die Produkte in kleineren Größen, aber das finde ich teilweise schon sehr, sehr klein. Wenn ich mir halt auch so One-Brand-Adventskalender angucke, haben wir teilweise dann auch wirklich große Größen mit dabei. Also gerade was die Körpersachen angeht, ich verstehe es nicht. Klar, die wollten das irgendwie in diesen Würfel reinklamüsert bekommen. Das ist aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie der Wert ist. Das stand auch online nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier jetzt irgendwie so einen mega krassen Wert bei dem Adventskalender haben. Ich glaube, wir werden mit Ach und Krach die 139 Tacken erreichen. Aber wenn man Kiehl's immer schon mal ausprobieren wollte oder wenn man jemanden kennt, dem man einen Adventskalender schenken möchte, der auch immer mal Kiehl's ausprobieren wollte, ist das vielleicht eine ganz gute Sache. Du hast hier eine komplette Skincare-Routine mit dabei. Du hast auch ein bisschen was für den Körper mit am Start. Yay, ein Full-Size-Produkt quasi. Und ansonsten, ja, hast du einfach jetzt dann vielleicht für 2-3 Monate Produkte da, um sie halt auszutesten, auszuprobieren. Da geht es aber tatsächlich nicht unbedingt darum, dass du dann merken kannst, ob das Produkt auch wirklich was bei dir bewirkt, weil normalerweise braucht es immer so 4-6 Wochen, bis ein Produkt auch wirklich seine Wirkung zeigen kann. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Also ich glaube, bevor ich diesen Adventskalender empfehlen würde, würde ich den von Dalton empfehlen. Einfach, weil
zum einen, ich weiß, dass die Produkte, die da drin sind, bei mir sehr, sehr gut funktionieren und die wirklich sehr, sehr hautverträglich sind, was auch bei Kiehl's der Fall ist, ne? Aber da weiß ich es halt umso mehr, einfach weil ich das sehr intensiv schon getestet habe. Und der von Dalton ist halt deutlich günstiger und du hast größere Sachen drin. Dafür hast du hier halt jetzt nicht die Ampullen drin, die du bei Dalton drin haben wirst, ne? Da muss man halt einfach so für sich selber entscheiden, was passt für einen am besten. Also ich finde, das ist nicht so gut von Kiehl's gemacht worden, weil die haben im Prinzip, wie eben ja auch schon erwähnt, den Adventskalender vom letzten Jahr nochmal rausgebracht quasi. Nur in einer anderen Verpackung, vielleicht so ein paar Produkte ausgetauscht, aber im Großen und Ganzen, das ist jetzt für mich keine neue Sache gewesen, ne? Das war alles irgendwie so vorhersehbar. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt irgendwie überhaupt sehr innovativ sind. Ich glaube nicht. Die haben ja auch überall hier draufstehen, Zins 18,51. Haben die seit 18,51 das gleiche Sortiment? Man weiß es nicht. Ne? Und wenn, dann haben sie sich auf jeden Fall gut gehalten, weil die Produkte sind ja definitiv auch echt gut. Ne? Keine Ahnung. Wie seht ihr das? Schreibt gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Da können wir uns super gerne austauschen. Und dann wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.